Die Alpen, ein Meisterwerk der Natur. In Kaprun, einem beliebten Urlaubsort im Salzburger Land, steht ein Meisterwerk der Technik. Die Hochgebirgsstauseen Kaprun. Ende 1890 wurde der Kapruner Pionier Nikolaus Gassner mit der Errichtung eines Fahrweges von Zell am See bis zum Moserboden beauftragt. Im Jahre 1893 wurde die Klamm am Eingang zum Kapruner Tal als Attraktion durch eine Holzsteganlage erschlossen und erhielt ihren heutigen Namen, die Sigmund-Thun-Klamm. 1896 wurde das Hotel Kesselfall erbaut. Von hier aus fuhren Pferdesesselwagen und Postkutschen die Gäste zum Moserboden. Damit begann die touristische Entwicklung des Kapruner Tales, das mit seinen imposanten Talstufen eines der beliebtesten Tauerntäler im Pinzgau wurde. Am 16. Mai 1938 erfolgte der Spatenstich zum Bau des Tauernkraftwerkes. Ausführungspläne gab es am Anfang noch keine. Unter schwierigsten Bedingungen wurde die Baustelle im Hochgebirge erschlossen. Die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges führten zu einem Mangel an Arbeitskräften, Baustoffen und Geräten. Die Arbeiten wurden eingestellt. Im Jahr 1947 erfolgte die Gründung der Tauernkraftwerke AG. Der Weg zum Neubeginn stand offen. Das Kapruner Tal wurde zur größten Baustelle der Ostalpen und im September 1955 war es soweit. Die Kraftwerke im Kapruner Tal gingen in Betrieb. Dank aller Mitwirkenden, deren Hauptanliegen die rasche Fertigstellung der Kraftwerksanlage war, wurde das Tauernkraftwerk in der Nachkriegszeit zum Symbol für den Leistungswillen und den Wiederaufbau Österreichs. Die Fertigstellung der Kraftwerksanlage war gleichzeitig der Beginn für die touristische Erschließung der Stauseen Kaprun. Über 10 Millionen Besucher bestaunten bisher dieses monumentale Bauwerk, denn diese gelungene Einbindung von Technik in die Natur der österreichischen Bergwelt, um mit Wasserkraft auf die umweltfreundlichste Art Strom zu erzeugen, sowie die touristische Erschließung des Kapruner Tales garantiert den Besuchern ein Erlebnis der besonderen Art. In der Späteiszeit vor etwa 14.000 Jahren war das Kapruner Tal von einem mächtigen Gletscher bedeckt. Langsam talwärts fließend bearbeitete er die harten Kalkglimmerschieferfelsen des Mais- und Birkhogels. Der abgeschmolzene Gletscher hinterließ einen Taleinschnitt, durch den die Kapruner Ache talwärts strömte. Bis zu 32 Meter tief hat sich die Kapruner Ache durch die Sigmund-Thun-Klamm eingeschnitten. Der Steg durch die Sigmund-Thun-Klamm bildet, gemeinsam mit dem naturkundlichen Lehrweg um den malerischen Klammsee, ein Kernstück des Erlebnis- und Erholungsraumes Birkhogel-Klammsee. Thank you.
Am Eingang zur Sigmundstunklamm steht das Krafthaus Caprun Hauptstufe der Austrian Hydropower, des größten österreichischen Energieerzeugers. Hier erfahren Sie im Informationszentrum bei einer fachkundigen Führung alles Wissenswerte über die Stauseen Caprun und den langen Weg vom Gletscherwasser zum Strom. Eine ideale Basisinformation vor der Auffahrt zu den Stauseen.